eine neue Folge MT5 und eine ganz besondere Herausforderung an mich selber. Ich habe hier nämlich das Finale, das ich ja schon zusammengeschnitten reingestellt habe, einmal und werde das nachkommentieren. Der Abo spielt mit den Finsterdämonen und ich mit den Celadron. Das war unser zweites Turnier über Discord und ich versuche das jetzt in der gleichen Geschwindigkeit, das heißt 5 Minuten 30, noch ein bisschen mit Kommentar zu versehen und mich da wirklich auf das Wesentliche zu beschränken, sodass man ein flottes Spiel sehen kann. Viel Spaß! So, ich würfel eine 6 für den Spielanfang. Und der Abo würfelt eine 5. Ich darf also zuerst aufstellen, mache das mit der typischen 6-3-1 Aufstellung, mit der man schnell nach vorne kommt durch den Split und die Positionierung des Zweiers ganz vorne und auch durch den Split des Dreiers dann schnell an Triggerpunkte kommt. Abo fängt an mit 5-3-2, dadurch kann er mit dem 5er schnell Druck auf mich machen. Celadron bekommt relativ spät dann erst wieder einen 6er rein und durch das Einsetzen von Wichten auch dann weiter vorne neue Kreaturen reinbringen. 2 und 3 in Kombination sind aber auch sehr gut und wir sehen schon hier, ich mache den Split so, dass meine Portalträgerin gegenüber von der feindlichen Ruine quasi steht. Zur Erinnerung, wenn man am Ende des Spielzugs alle Ruinen mit einer eigenen Kreatur besetzt hat, dann hat man gewonnen. Und genau, Abo bewegt sich erstmal mit dem Sammler fort und ich bewege mich mit den Portalträgerinnen, werte jetzt noch weiter auf, um, wenn ich mich durch ein Portal bewege, auch das Portal noch geschützt zu haben, sammle weiter Triggerpunkte und setze jetzt auch schon auf einen Portalträger hoch, um gegen Sechser gerüstet zu sein. Jetzt kommt auch der Jäger, um halt auch Sechser abwehren zu können. Ich gebe einen Würfel aus, um einen Portalträger reinzusetzen. Ich habe da von der Position gut aus die Möglichkeit, beide Ruinen quasi zu bedrohen. Er wertet aber jetzt auf einen Dreier auf, zwei Dreier, das ist auch gut an der Aufstellung, hat man sehr schnell und kann dann die fusionieren und das ist eine sehr starke Kombo zusammen. Ich werte auf einen Vierer auf, um dann im Folgenden neben meinem Portal zu einem Fünfer aufwerten zu können, ohne all meine Triggerpunkte zu verlieren und jetzt auch über das Portal quasi gefährlich zu sein. Er setzt jetzt einen Wichter rein. Ich muss jetzt zur Seite, denn er könnte zu einer Besessenen aufwerten und dann mit der Fusion der Jäger meine Gravitationszauberin schlagen. Er kommt hinterher mit dem Fünfer und setzt hinter sich wieder einen Wicht, da ich zu einem Celadron aufgewertet habe und durch die Portalträgerin den Sammler bedrohe. Ich gehe nach oben, ziehe den Jäger so raus, dass er jetzt nicht mehr in einem Zug fusionieren kann. Er zieht wieder zurück, das heißt, ich habe etwas Tempo gewonnen und Triggerpunkte. Ich werte jetzt zum 6er auf, bedrohe damit zwei von seinen Figuren durch die Explosion, da ich schon genug Triggerpunkte habe. Deswegen zieht er auch mit einem weg. Jetzt lohnt es sich nicht mehr so, den Celadron explodieren zu lassen, da ich nur einen mitnehmen würde. Ich mache mir wieder einen Dreier, um auch weiter gegen 6er-Kreaturen gefährlich zu sein. Er splittet aber auf und bekommt jetzt auch selber Triggerpunkte mit dem Vierer und kann dann meinen Sechser bedrohen. Ich setze eine weitere Portalträgerin rein, um die Zweier bedrohen zu können, aber nicht schlagen zu müssen. Er wertet wieder auf eine 5 auf, da das seine Lieblingskreatur ist. Ich setze einen weiteren Zweier ein, um den Sammler zu bedrohen über das Portal unten mit meinem Sechser. Er schützt dann seinen Sammler durch einen Wicht. Ich sammle weiter fleißig Triggerpunkte, habe jetzt wieder genug, um mir was reinzusetzen und trotzdem noch innerhalb von zwei Zügen wieder explodieren zu können mit dem Meteoriteneinschlag. Setze einen Gravitationszauberer ein. Der ist, da so viele Dreier auf dem Spiel sind, ist fast besser als der Celadron und kann halt hier auch Figuren unter Druck setzen, indem er sie zu sich heranzieht. Ich kann jetzt noch nicht den Wicht schlagen, da der durch den anderen Wicht quasi geschützt wäre, wenn der zu einer Besessenen aufwertet und dann mit der Fusion mein Gravitationszauberin hätte geschlagen werden können. Deswegen habe ich erstmal zu einem Celadron aufgewertet. Da musste er fliehen. Ich konnte den Wicht nehmen für zwei Punkte und er wertet dann zum Sechser auf und das ist mir zu kritisch mit den ganzen Dreiern daneben. Deswegen explodiere ich jetzt, nehme den weiteren Punkt mit, habe jetzt schon drei, was sehr komfortabel ist, da ich dann auch ja in seiner Hälfte hier schon bin und dann durch ein paar nur irgendwas tauschen muss und auf die 10 komme.
Er fusioniert und splittet direkt wieder. Ich bewege meine Portalträgerin, um Druck zu machen, auch mit dem Sechser, der noch unten auf dem Portal steht. Ich kann ja durchaus hier irgendwie einen Sechser auch gegen andere Kreaturen tauschen. Und genau, ziehe dann die Portalträgerin rein. Er sieht, dass er seine Figur nicht mehr retten kann. Ich auf jeden Fall im nächsten Zug gewinne und nimmt deswegen die beiden Siegespunkte noch mit. Und ich kann dann durch Portal und die Portalträgerin seinen Jäger schlagen für 4 Punkte. Und genau, bin jetzt auch in der Position, dass ich innerhalb von 2 Zügen die Ruinen einnehmen könnte, da mein oberer Celadron sich splitten kann in eine 4 auf die Ruine und eine 2 unten auf meine Ruine. Da könnte er zwar schlagen, aber ich kann mit dem 6er zurückschlagen. Deswegen zieht er hier noch auf die Ruine drauf und ja, ich muss entsprechend die Besessene schlagen, bin dann bei den 10 Punkten und habe gewonnen. Das war ein super schneller Kommentar. Würde mich interessieren, wie euch das gefallen hat. Ob ihr sagt, das ist schön, so knackig sich ein Spiel angucken zu können. Oder ob das Ganze jetzt zu schnell ging. Ob ihr lieber ausführlichere Kommentare habt und dann im Spiel halt, dass mal länger was nicht passiert und ich etwas ausschweifender erkläre, was man so alles machen könnte. Ja, wenn ihr Interesse habt an Dice War, dann kommt zu unserem Discord-Server. Ich habe eine ganze Playlist gemacht, wie man einsteigen kann. Und wir freuen uns über alle, die mitspielen. Und nicht jedes Spiel ist irgendwie so taktisch wie dieses hier jetzt, sondern es fängt auch ganz einfach an. Und ja, wir freuen uns über jeden, der mitmacht. Bis dann, viel Spaß!